Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Letzte Folge haben wir ein paar Leuten Shrikes haben wir auf die Fresse gegeben und wie hieß er denn nochmal, dieser Baal aller Ballaballa. Keine Ahnung, wie die jetzt immer heißen, das braucht ihr mich auch nicht nachfragen, aber der ist auch nicht mehr hier drin. Okay, wir haben hier auf jeden Fall noch Shrikes Hütte ist noch offen. Guck mal, steht da unten. Ich konnte Shrike davon überzeugen, sich eine andere Hütte zu suchen. Mal gespannt, was Gorn dazu sagt. Also müssen wir noch zu Gorn und dem sagen, dass wir den da verprügelt haben. Und dann das mit dem Wasserträger für Lefty, das müssen wir auch mal eben regeln. Speicher hier nochmal eben. Zack, auf der 21. Jo, mal gucken, ob der jetzt schon was sagt, weil wir jetzt die Tage nicht verteilt haben. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Nicht weg mit der Waffe, weg damit! Du hast gewonnen. Muss den Fokus umsetzen. Gut. Gut. Spiel laden. Ich konnte den Fokus gerade nicht setzen, weil der andere Söldner so nah an dem dran steht. Wir versuchen das Ganze nochmal. Okay, wir haben Leben schon relativ voll. Ich futter mal noch eben was, weil das kann ja mal eben einen Hieb ausmachen. So, zack, rein damit. Haben wir noch was, irgendwas Kleines? Ja, komm, hier 9 Leben, zack. So, wir versuchen das nochmal. Ich muss den Fokus schneller gesetzt bekommen. Und dann hauen wir drauf. Wir versuchen es einfach. Wir haben ja, können ja eben hier schnell speichern und laden, das geht ja fix. Ich kann das Gespräch jetzt auch eben... Hey! Ganz ruhig. Weg mit der Waffe! Ein Kampf! Oh lol, was greift er denn noch an? Okay, es greift auch noch dieser Pimmelbauer an. War das jetzt nur diesmal? Weil eigentlich ist es, wenn der NPC einen angreift, dann ist das eigentlich scheißegal. Hey! Weg mit der Waffe, weg damit! Ich ziehe ihn mal ein bisschen weg. Ah, okay, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe den gerade geblockt, aber das Fiese an dem ist auch, dass der ziemlich gut als Kämpfer ist. Und ihr seht, der springt immer zur Seite und macht es da natürlich auch uns sehr schwierig, den hier in die Ecke zu drängen und immer drauf zu hauen. Da müssen wir also noch ein bisschen stärker werden, aber wir können ja an dem einfach vorbeigehen. Also gehen jetzt eben zu Gorn und beenden die Quest mit der Hütte. Und dann soll mich irgendeiner, dann werde ich ins alte Lager gehen und von da aus soll mich dann der, soll uns dann einer ins Sumpflager bringen. Und da machen wir dann erstmal noch ein paar Quests. Werden dann noch ein bisschen stärker, hoffe ich. Und dann können wir uns ja hier quasi hier nochmal um die Quests kümmern, die wir jetzt noch nicht fertig haben. Wir um den Lurker da hinten und um den Wasserhain, die können wir uns auch noch kümmern. Ein bisschen Nahrung brauchen wir noch, damit wir das Schwert von diesem, dieses unbesiegbare Schwert quasi von dem einen da hinten bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Wo haben wir denn jetzt? Ach da, Ballaros. Ballaros, oder wie er hieß. Genau, die unbesiegbare Waffe, die er für ein paar Lebensmittel haben wollte. Können wir auch, wenn ich denke, wenn wir im Sumpf-Ding waren und zurück, dann nimmt man ja immer das eine oder andere noch mit. Dann sollte man das schon haben. So, ich habe Gorn angeklickt, da muss aber eben noch was trinken, seine Stimme ölen. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Okay, bis also später. Die, die Hütte haben wir jetzt schon mal. Ich gehe nochmal eben zu Tarloff. Der müsste hier oben gewesen sein. Vielleicht hat der noch was. 100 Erfahrungspunkte, auch sehr gut. Dafür, dass der Kampf, also das Besiegen, auch Gold gegeben, ach Gold, Erfahrung gegeben hat. 90 oder so. Und hier oben war der doch, oder? Tarloff hier, der mit der dicken Axt. Genau. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen, das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gut stellen, wenn du einen Tipp willst, Junge. Klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Okay, der sagt jetzt nichts dazu, dass wir jetzt den einen da umgenietet haben, den Shrikes, und von dem die Sachen bekommen haben. Also, ich guck noch mal eben rein. Die Waffe hinten. Dann den Lurker. Den haben wir, der ist aber auch noch ein bisschen zu stark. Und der Lefty ist auch ziemlich stark.
den Lagerschuppen, den können wir noch machen, wenn wir am alten Lager sind. Da werde ich auch dann nochmal hingehen. Und, was haben wir denn hier? Neue Seelen. Dusty, ein Buddler aus dem alten Lager, ist sehr unzufrieden. Okay, da müssen wir also im alten Lager, ach, im Sumpflager können wir das machen. Das Rezept der Sekte, das kriegen wir auch daher. Okay, also wir haben jetzt hier momentan nur die Waffe, den Lurker und Lefty. Jo, warte mal, ich guck mal eben, was der hier für die Waffe nochmal haben will. Ich schreibe mir das mal eben auf und dann können wir gleich mal im Inventar eben gucken, was wir noch brauchen. So, was haben wir denn da? Ein paar Sachen besorgen. 5 Äpfel. So, 2. Zweimal, was haben wir denn da? Schnaps, also Reis. Schnaps. Weil wenn wir jetzt noch irgendwie ein Teil noch davon fehlt, dann kaufen wir das mal eben und gehen das dahin, dann haben wir die Sachen. 5 Bier. 3 Brot. 2 Käse. Und 2 Weintraubenreben. Okay, 2 Weintraubenreben. So, zack, dann gucken wir immer in unser Inventar, weil der Shrikes hat ja gerade ziemlich viele Lebensmittel da drin, als wir den umgenietet haben. Nahrung, okay, was haben wir denn? Ich gehe mal von oben. Reis, Schnaps haben wir 9, also den Schnaps haben wir, brauchen wir nur 2, haben wir also. So, das brauchen wir nicht. Fleisch, Wanzenragout, brauchen wir nicht. Crawlersuppe brauchen wir nicht, Höllenpilze brauchen wir nicht, Sklaven brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Reis brauchen wir auch nicht, Fleisch brauchen wir auch nicht, gebratenes Fleisch auch nicht. Guck mal, wir haben 118 Fleisch, wir müssen unbedingt das Ding Zeug braten. Wir müssen da also eine Pfanne für finden. Wasser, Käse. Käse haben wir auch 2. Gut, dann haben wir den Käse auch. Check. Brot brauchen wir 3 Laibe, also haben wir Brot 4, haben wir auch damit. 5 Äpfel, also wir brauchen noch einen Apfel. Ich schreibe mir mal hier eine 4 auf, dass wir 4 Stück davon momentan haben. Also ein Apfel fehlt noch. Wein, ja, das haben wir. Wir haben hier nur Weintraubenreben, die wir noch brauchen. Bier brauchen wir 5, haben wir 15, haben wir also auch. Also fehlen uns noch 2 Weintraubenreben und ein Apfel. Weil dann haben wir jetzt die Quest hier auch in der Ecke erledigt. Ist ja dann blöd, dafür jetzt nochmal dann extra hier hinlaufen zu müssen, vor allem weil der ja ganz da hinten in der Ecke sitzt. Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Waren. Wie du willst. So, also der hat nur was zu rauchen, okay. Wer könnte denn von denen jetzt noch was Sinnvolles haben? Haben wir hier irgendwo so einen Markt-Heini? Puh, ansonsten, ich hab's ja schon mal aufgeschrieben, dass wenn wir gleich im alten Lager sind, da können wir vielleicht da noch was von kaufen. Die Rausschmeißer. Aber war halt fertig. So, ich frag die hier nochmal. Wer hat von denen hat? Mordrak. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich habe. Such dir was aus. Mordrak haben wir gerade, okay. Ein Brot könnten wir, Bier könnten wir. Reis, okay, aber der hat auch nichts, was wir brauchen, ne? Ne. Schade. Wen haben wir denn? Ich will den hier vorne noch, den Kipper oder wie nennen, oder Chipper, okay, der hat nichts. Schürfer. Ach, die stehen so nah aneinander, das ist immer ein bisschen blöd. Ich will nur mit dir reden. Ich bin nicht zum Reden. Okay, ja, nichts. Was sagt der gute Herr hier? Hat der noch was für uns? Der Silas. Der ist doch ein Händler, der hat gar nichts. Jeremiah? Ja. Wie läuft das Schnapsbrennergeschäft? Ich kann kaum. Ist auch ganz. Ja, das hatten wir ja schon mal, aber der hat auch keine Ware für uns. Puh, was haben wir hier? Das Buch kann man nicht benutzen. Ne, das ist nur der Tisch, der ganze. Das hier oben war nur der Silas damals, als wir da waren, ne? Zack. Kletter einfach mal eben hoch und guck mal im Kopf drüber. Aber hier oben dürfte keiner mehr sein. Okay, dann ist hier momentan keiner. Dann werden wir uns jetzt ins alte Lager begeben. Tschuh! Körper über die Dingen drüber. Und werden dann dort uns drum kümmern, dass wir mal eben den einen oder anderen Händler anquatschen. Und wenn wir beim Händler mal sind, dann, ja, den einen Apfel noch besorgen und 2 Weintraubenreben. Dann haben wir das auch da zusammen. Dem müssten wir noch sagen, dass wir den Lurker besiegt haben. Haben wir aber nicht. Ja, dann ist eigentlich, müssen wir uns jetzt nur darum kümmern, dass uns der Lefty hier unten an der Reisschnapshütte da unten nicht sieht. Aber wir können uns einfach hier runter schmuggeln. Zack, speichern.
So, und bewegen uns einfach hier dann entlang. Piu. So, aber die hatten ja auch alle nichts mehr anzubieten. Das waren ja nur die Bauern und sonst irgendwas, nichts Wichtiges. Hm, ja, da müssen wir gestärkt. Also wir brauchen mehr Stärke und mehr Einhandkunst. Dann können wir den eben weghauen. Den Lefty. Weil dann, wenn man mehr Stärke hat, mehr Damage dann noch, eine Rüstung oder einen Ring oder sowas wenigstens noch, der uns vielleicht ein bisschen Stärke noch gibt. Stärke nicht, also eher... Hm, hier sind wir auch noch nicht hergegangen, ne? Nicht Stärke, sondern Rüstung. Vielleicht, dass wir da noch einen Schlag vielleicht mehr aushalten. Oder wir locken den halt irgendwo drauf. Ich gehe mal eben hierher, hier waren wir nämlich noch gar nicht. Mal wichtig nochmal zu gucken, was hier überall was, ob hier irgendwo was ist. Guck mal, da sind noch ein paar Fliegen. So. Bäm, alle nacheinander, perfekt. Aber das sind auch mal wieder schnell 210 Erfahrung gewesen, deswegen. Wie kann ich mich gerade nicht drehen? Jetzt geht's wieder. Okay. Oder meine Maus? Also, wieso ist der denn noch. Ah, okay, die war einfach nur noch fokussiert, okay. Dann ist ja okay. Ah, guck mal, da oben sind auch noch ein paar. Wo sind wir denn hier gerade? Müssen wir gleich mal auf die Karte gucken. Speichern mal eben nicht, dass uns da ein Ork auf einmal entgegenkommt, weil wir wissen ja, dass hier noch irgendwo so ein paar Orks rumeiern und so eine Höhle da, wo man nicht reingucken kann. Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Wenn ich habe jetzt mal, spiele das jetzt gerade mit dem Maus. Und wenn ich jetzt auf der Maus den Fokus setze, also den die Aktionstaste ist momentan auf der Maus und man muss ja immer die Aktionstaste drücken, um was zu machen, dann hängt der Fokus fest. Das war natürlich ganz gut, wenn man gegen einen kämpfen will erstmal. Aber natürlich relativ dumm, wenn man da jetzt so den einen tot hat und dann switchen möchte. Aber naja, 150 Erfahrung hier wieder. Und ein bisschen Fleisch, das müssen wir unbedingt braten. Weil es gibt uns dann, glaube ich, 5 oder 10 mehr Leben, wenn wir das fressen. So, ich wollte mal eben auf die Karte gucken, damit wir gucken können, wo wir gerade sind. Ne, Inventar, genau, da ist ja die Map. Da. Karte zur alten Mine, klar, aber wir sehen uns ja trotzdem drauf. Okay, wir sind hier an der Brücke. Da oben ist die alte Mine. Dann gehen wir direkt hier oben hin, zur alten Mine. Und werden mal eben gucken, dass wir da diese eine Quest mit dem Schuppen noch zu Ende bringen. So, hier sind auch keine Snapper, oder? Sieht ganz gut aus, weil gegen die Snapper haben wir, glaube ich, keine Schnitte. Hier hoch könnte man auch noch. Gehen wir momentan noch nicht. Sonst sehe ich auch gerade keine Viecher hier, die wir noch umhauen könnten. Und von hier vorne sind wir durch den Wald gekommen, als wir von dem alten Lager zur alten Mine gegangen sind. Also das ist jetzt hier momentan in der Gefangenschaft natürlich nicht so groß, die Map, aber den einen oder anderen Weg muss man da schon laufen. Das Bild baut sich auch mal langsam auf da hinten. Glitscht so die Wand hoch. Ach ja, stimmt, in der alten Mine hat das ja so geflackert, ne? Gucken vielleicht, ob das immer noch so ist, weiß ich nicht. Okay, so sind wir doch eindeutig schneller. Vor allem, wenn er den richtigen Hechtsprung macht. Den hier. Als den, bei dem geht's noch, aber wenn er den richtigen Hechtsprung macht, also es geht bergauf, geht das nicht. Wenn es ein bisschen bergab geht, dann macht er so wie hier. Eigentlich dachte ich jetzt, macht er diesen richtigen Sprung. Naja, also rein mit uns und dann unten in der Hütte und der, ja, in diesem Schuppchen, in diesem Schuppen, da müssen wir uns noch drum kümmern. Müssen wir aber dafür natürlich erstmal ganz runter. Hm, immer austesten hat die Speicher vorher natürlich erstmal. Zack, auf den richtigen. Muss man natürlich auf, darauf aufpassen, wenn das jetzt hier so flackert. Aber wir können natürlich jetzt... Lol, ich lade. Das hat ja sehr viel gebracht mit dem Akrobatik. Spiel laden, okay. Weil eigentlich kann man dadurch wirklich tief fallen, aber pff, keine Ahnung, da konnte er sich anscheinend nicht abrollen. Naja, vielleicht bekommen wir hier noch ein Leibbrot und so eine Weinrebe her. Ach, was ist das denn? Ja, egal, das lasse ich jetzt, penne ich gleich irgendwo. Also, müssen hier noch runter. Also hier drauf. Zack. Irgendwie, wenn ab einer Höhe, dann fällt der auf den Rücken so dämlich. Das ist echt ein bisschen blöd. So, noch weiter runter. Und da vorne ist der Schuppen ja schon. Ich
speichere nochmal eben. Ja, wir haben den weggelockt. Warum? Ich muss gleich mal eben nochmal in die Quest reingucken. Wie dumm ist das denn? Da konnten wir vorher runterfallen. Und jetzt durch die Akrobatik lässt er sich auf den Rücken fallen, der Mongo? Das ist natürlich, worth. Ach, du bist so ein Vollidiot, weißt du das eigentlich? Eigentlich kann man mit der Akrobatik von voll hoch runterfallen, ohne dass was passiert. Warte mal. Eben speichern und eben dann aufschreiben, in welche Richtung wir drehen müssen. Hatten wir die nicht schon offen? Ich wollte gerade sagen, die hatten wir doch schon. Müssen wir gleich eben gucken, wo die Quest abgeben können. Auf jeden Fall, die sind leer. Die haben wir schon leer geräumt. Komm, dann gucken wir mal eben rein. Die Waffe ist das nicht hier genau. Der Gardist Ulbert hält Wache vor dem Lagerschuppen der alten Mine. Ich sollte ihm was zu trinken besorgen, das haben wir gemacht. Nachdem wir ihm was zu trinken gegeben haben, hat er mir erzählt, dass er den Schlüssel für die Truhe vermisst. Ach so. Angeblich soll Alf, der Butler, seine Finger im Spiel haben. Alf hat mir den verkauft? Okay, also wir haben das erledigt. Wir müssen mal eben, dann machen wir noch mit dem quatschen. Wir haben den Schlüssel gekauft und haben den. Gucken, wenn wir den mit dem jetzt quatschen. Wir haben ja gesagt, dass die hier unten Fleisch essen ohne ihn. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Oder ob wir dann dem Alf da Bescheid... Hey du, es gab gar kein gebratenes Fleisch. Oh, da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Ah, okay. Lass mich vorbei. Dann haben wir die jetzt auch erledigt. Ja, perfekt. Okay, dann war das ja eben nur noch hier rein und mit dem nochmal eben einmal quatschen. Gut. Kann man hier irgendwo pennen? Oder im alten? Ja, okay, wir haben ja im alten Lager unsere Hütte. Dann pennen wir da. Wir haben ja jetzt wieder so viel Leben verloren, dass wir hier runtergesegelt sind. Aber ist ja auch nicht schlimm. Aber ich will da jetzt nichts für essen, weil das ist immer ein bisschen dämlich, wenn man so sinnlos Leben verliert und dann dafür irgendwas, welche Sachen essen muss, wenn man es auch mit Schlafen machen kann eben. Also, altes Lager jetzt und dann lassen wir uns vom alten Lager... Oh lol, falsche Taste gedrückt. Komm, tschub, 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 tschub. Ich drücke manchmal die Springen-Taste aus Versehen anstatt die Aktionstaste. Deswegen sollte ich auch wieder angewöhnen, die Maus zu benutzen, also mit der linken Maustaste die Aktionstaste zu betätigen. Ja, machen wir, ne? Also, wir haben dann den Lagerschuppen haben wir leer geräumt. Gut, es gab wieder auch 70 Erfahrungen, das ist immer ein bisschen dumm, wenn man die so im Quest-Log da vergammeln lässt, so 70 Erfahrungen. Und natürlich, dass da wieder ein Ding mehr drin steht, was quasi fertig ist. So. Templer. Ja, wir haben diese scheiß Crawler-Sachen auch noch geübt und gelernt und so ein Kack. Das haben wir bis jetzt alles noch nicht gebraucht. Genauso wie Fälle abziehen und sowas. Hat der denn hier noch was zu sagen? Ja, komm. Sag schon. Ja, dann nichts mehr. Wir sehen uns. Ciao. Wir sehen uns. Ja, also. Sumpflager. Wie heißt der denn? Lester. Genau, Lester bringt uns, glaube ich, zum Sumpflager, genau, Lester war das. Also wir sind hier wieder raus, speichern mal eben. Zack. Weiter geht's. Wie viel Uhr sagt denn hier die Uhr? Also wie viel Zeit? 18 Minuten sind wir schon. Heieiei, also bis 20 Minuten, da können wir ruhig noch ein bisschen laufen, ne? So, dann haben wir das nämlich in der nächsten Folge, sind wir dann quasi direkt im Lager und können von da aus dann weitermachen. Muss man immer ein paar Schritte machen, bevor der diesen richtigen Hechtsprung macht? Sieht so aus, weil wenn ich das zu schnell hintereinander mache, dann macht er nur diesen hier. Aber wenn man ein paar Schritte geht, dann hechtet der richtig. Okay, oder auch nicht. Ja, leck mich doch. Leck mich doch. Ja, so bringt das nicht. So ist man wirklich nicht schneller. Aber wenn man diesen richtigen, ja den hier, da macht man einen guten Meter dann. So, altes Lager. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, wo wir uns anschließen. Weil irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das irgendwie so... Ja, die Sumpf-Heinis werdet ihr gleich sehen, die gefallen mir eh nicht so gut. Aber, die vom neuen Lager, weil das so Banditen und so Idioten und so sind, finde ich die irgendwie ein bisschen komisch, so. Ist da, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Aber so unprofessionell, glaube ich. Warte, guck mal eben, was da ist. Haben wir da drüben schon?
Ich habe jetzt gerade wenig Leben, also sollte ich aufpassen, dass ich da nicht irgendwie... Momentan könnte uns quasi ein Scavenger besiegen, da waren wir auch noch nicht. Ich speichere mal eben und gehe da mal rüber. Guck mal eben, was da noch ist. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Das sieht aus, als wenn da noch eine Hütte ist. So, komm, spring mal. Das war ja ein geiler Sprung. So, guck mal, was hier oben ist. Waren wir hier oder waren wir hier noch nicht? Ich kann nicht glauben, dass wir hier so weit offen gelassen haben, wo wir noch nicht waren. Aber da ist noch eine Fliege und hier ist noch ein Kraut. Also waren wir hier noch nicht. Hier sind noch mehr, zwei Fliegen. Ja, dann. Leute, ich habe die Taste gar nicht gedrückt zum Angreifen. Ich habe den Vorderhieb gar nicht gemacht. Wollte eigentlich nur einen Seithieb machen. So, die haben wir auch noch. Guck mal, da oben ist auch noch ein Wolf. Ja, komm, wir fressen jetzt mal eben was. Tränke, nicht Nahrung. Komm, zack, rein damit. Zack, rein damit. Oh, ich bin so dumm, das war Mana-Bonus. Man sollte schon lesen, ob da Mana oder Lebensbonus steht. Toll. Gut, da haben wir dann nämlich einen Wolf. Wenn wir den killen, können wir auch das Wolfsfell abnehmen. So, zack, speichern. Dann machen wir den jetzt noch eben. Ich weiß, die Zeit ist schon wieder drüber. Ich bin aber auch ein bisschen... Ich bin gnädig, muss ich sagen. Oh, Bug! Penner! Wie er uns abgerammelt hat, der alte Sack. Zack. Okay, 10 Wert und 10 Wert. Okay, dann kriegen wir, wenn wir das verkaufen, 5. Oh naja, besser als gar nichts. Hier haben wir noch eine Truhe. Nice, wir waren hier wirklich noch nicht. Okay, da müssen wir links, rechts, links machen. Also, lol. Also, rechts. Rechts, rechts. Ich speichere mal eben. Zwei Dietriche sind mir genug, die ich verloren habe jetzt da für die Kiste. Also, es war rechts, rechts, links, rechts. Okay, brauche ich nicht mehr aufschreiben. 25. Oh, gebratenes Fleisch, nice. Fackel, Bier, Dietrich. Okay, einen Dietrich haben wir minus gemacht an der Kiste, ist nicht so schlimm. Oh, speichern. Rechts, links. Rechts. Links, rechts, rechts, links. Ah, okay, zack, da haben wir auch 10 Pfeile, Fackeln, Bier, 3 Dietriche. Gut, da haben wir wieder mehr Dietriche. Gut Job. Also, ich habe schon lange genug, das hätte ich nächste Folge machen sollen. Verdammt, ich bin auch zu, ne? Ich denke da immer nicht dran. Also, wir sehen uns nächste Folge. Ich muss Schluss machen, sonst wird das hier so eine lange Folge. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gehen dann ins alte Lager und dann zum Sumpflager. Bis dahin. Tschüss.